So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Train Station. Ja, ich habe noch mal ein bisschen weiter gespielt. Oh, wir haben ein Geschenk. So. Und bin natürlich ein Level weitergekommen und habe solche Trillerpfeifen bekommen. Es waren mal 80 Stück. Am Anfang bekommt ihr auch solche Trillerpfeifen. Die könnt ihr ganz gut einsetzen für Züge. Dort bekommt ihr dann internationale Züge eingeschickt. Und könnt dann eure Materialien weiter auffüllen oder ja, das ist wie mit dem Bonus. Das zeige ich euch heute auch noch und wir werden dann auch noch auf die Freunde klicken und diese Postumschläge einsammeln. Nun erstmal die Züge hier wegschicken wieder, weil es ist noch ein Gem-Zug im Anmarsch. Seht ihr hier, das leuchtet gelb, nicht orange. Orange sind die Züge, die noch warten. Und gelb die internationalen Züge. Mit Gems, mit dieser Währung. Und blau, das werdet ihr da sehen, sind denn diese internationalen Züge, die eintreffen in euren Bahnhof. So, dann werden wir erstmal anfangen. Wieder das übliche Spiel. Ich habe die Züge auch 8 Stunden weggeschickt über Nacht. So dass wir jetzt eigentlich eine relativ hohe Einnahme haben. So. Auch nochmal. Ja, die können wir ruhig mal eine halbe Stunde oder eine Stunde wegschicken. Überlegen. Was da so im Hintergrund knackt bei mir, das dich wundern, das ist das Headset. Wieso auch immer, das immer knackt. Das ist ein bisschen blöd. Sobald man den Kopf bewegt, knackt das rum. Ich denke mal, wir schicken das erstmal eine Stunde weg. Gleich. Jetzt dürfte gleich der Gemzug, hier ist auch schon der grüne, eintreffen. Und jeder Waggon ist ein Gem, also ein Kristall, ja. Ja. Klicken wir mal drauf. So, Mr. Bill stand auch da. Kommt doch schon der nächste Zug. Ihr müsst ja auch nicht jeden Zug einzeln abfertigen. Ihr könnt das ja auch so machen, wie ich das mache. Ich warte, bis alle im Bahnhof sind, die auf den Gleisen kommen. Und dann gehe ich einfach nach hinten und ziehe durch. Bisschen, was hier in der Mitte steht, das, ich weiß ja nicht, wo da die Waggons sind. Das ist bloß eine reine Schätzung. Man sieht auch ein bisschen hier oben vielleicht, wenn es ein bisschen leuchtet, wenn man genau hinguckt. Eine Stunde haben wir gesagt. Man sieht. So, man sieht. Oh, jetzt kann man vielleicht nicht reden.
Geld hat sich vermehrt. Und die Postumschläge haben wieder abgenommen und auch die Personen. Das mit den Postumschlägen wird sich gleich ändern, wenn wir die Postumschläge, die Pakete, wo dann halt mehrere Postumschläge drin sind. Bei mir sind es mittlerweile immer in jedem Post und Paket sind es immer ungefähr um die 1000 oder 2000 Umschläge drin, also von daher geht es immer relativ schnell. Am Anfang habt ihr natürlich weniger drin, ist klar. Aber danach wird sich das ruckzuck ändern. Werden jetzt mal die internationalen Züge reinbeten. Wir haben ja drei Gleise hier, also können wir auch drei reinbeten. Aber vorher machen wir vielleicht erstmal unseren internationalen Zug. Die Aufträge erstmal bearbeiten wieder. Da habe ich übrigens nun die 80 Trillerpfeifen hergekriegt. Er braucht noch genügend Stahl. Ja. Richter, erstmal Stahl. Ja. Das passt. Ja, dann bei 6000, dann können wir den noch zerlegen, umbauen. Ja, ich glaube, ich habe gar nicht so viel Stahl, ne? Doch, Stahl habe ich hier noch, aber nicht genügend Züge. Er hat mir angezeigt, ich habe, genau, hier ist er, den brauche ich, alles klar, 200% Zuschlag, das ist schon mal eine ganze Menge. Den Rest werden wir auch nochmal auffüllen mit XP, damit er nicht einfach so losfährt. Der fährt jetzt zu unserem Sondervertrag. Und zwar mit diesen Waggons. Und den haben wir ja noch Platz für zwei weitere, da werden wir noch diese anhängen. Damit auch relativ voll sein. Oh. So. An Fritz. Fritz. So, die sind jetzt weggeschickt worden. Jetzt können wir einmal klicken. Hier seht ihr internationale Züge. Werden denn nach Zufallsprinzip zu euch geschickt? Also ihr könnt nicht entscheiden, welche nun zu euch kommen oder es irgendwie beeinflussen. Alles ist möglich. Ich habe auch schon Panzer hier gehabt. Viele Bundeswehrzüge. Ja, das kostet dann halt deinen Zuschlag immer noch. Wir haben natürlich ganz schön viele Waggons, ja.
Ja, vielleicht noch die Waggons, die Waggons, sag ich schon, die internationalen Züge, die zu euch kommen. Die sind, das sind Züge, die bekommt ihr eigentlich so nicht. Ist doch vielleicht der Anreiz, vielleicht so eine Züge anzufordern, ist vielleicht dann noch höher. Ich finde es zwar immer wieder eine neue tolle Sache, wenn da so neue Züge eintrudeln. So, wir werden jetzt einfach mal unsere Freundesliste lang gehen und einmal schauen. Da sehen wir natürlich auch die Bahnhöfe. Er vernachlässigt das ganz schön. Dann sammeln wir halt unsere Posteinschläge ein. Und kurz danach dürften bestimmt auch noch diese Loks erscheinen. Das wird sich in der nächsten Stunde bestimmt ändern. So, wir haben schon über 1 Million Postumschläge wieder. Das geht relativ fix. Oh, hier haben wir noch einen. So, bei Mr. Bill. Nicht so weit. Ja. So. Wir haben noch eine Seite. Genau, das ist die letzte Seite. Der vorletzte Bahnhof. So, vielleicht diese Gegenstände hier, diesen Vulkan, den habe ich nicht bekommen. Den bekommen Leute für ihre Missionen, die sie gemacht haben. Am Ende gibt es dann halt auch wieder mehrere Personen dazu. Sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Wenn man Level abkommt, kriegt man meist mal Geld oder Züge oder Waggons. Ganz unterschiedlich. Man schaltet immer noch viel frei. Wir wollen mal kurz schauen. Ich bin der Meinung, ich habe einen neuen Holzanhänger bekommen. Nee, das war nicht so. Schade. Dann schauen wir mal lang hier, ob uns was Neues auffällt. Die sind alle draußen. Ja, Plastik habe ich bekommen. Kabel, Plastik. Den habe ich noch nicht. Gut, haben wir vielleicht noch ein Haus hier? Wir haben Häuser. Wir platzieren dann auch gleich mal Häuser. Wohin denn nur? So die Frage gerade. So. Noch ein Haus. Zack. So, diese Häuser geben euch wieder ein Limit vor, wie viel ihr an Personen auf dem Bahnhof haben dürft. Ich war vorher bei 7000, jetzt haben wir 8000. Das ist halt mit den Häusern möglich. Da gibt es dann halt diesen Bonus und da seht ihr dann dieses Limit, wie viel ihr endgültig bekommt. Und ich kriege einen Bonus von über 1352 Personen pro Stunde. Das ist eine ganze Menge, kommst du wohl noch nicht hinterher. Und einen Bonus von 80% inklusive Fahnenbonus. Ja, wir fertigen mal nochmal drei so eine Züge ab hier.
ja ganz schön lang, der Zug. Ich wollte gerade sagen, ich fertige hier wohl immer zwei Waggons zugleich ab. Hat etwas gewundert. Ja, ihr könnt ja auch eure Gebäude verkaufen oder bewegen oder einlagern. Alles, was auf Spannung da habt. So, ich denke mal, das war's erstmal. Ach so, wir können hier nochmal allen etwas schenken. Ich verschenke heute. Was verschenke ich denn heute? Holz. Kabel. Was will ich denn immer mit Holz? Die waren alle schon online. Schon komisch. Naja. Sind alles Freunde, die eigentlich spielen. Ich sag deswegen nur eigentlich, weil sie mehrere Tage inaktiv sind. Und dort, wo keine Liste dahinter war, die sind ständig aktiv. Gut, das war's dann erstmal für diese Folge wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.